Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Drakensang. Ich habe am Ende der letzten Folge noch Tralda und Nasreddin ausgerüstet und mir ist was eingefallen, weil mir Nasreddins hoher Behinderungswert ja nicht gefällt. Ich habe doch noch die Bandstrahlerrobe. Die ist zwar Brust, Bauch und Rücken jeweils ein Punkt schlechter, hat dafür aber auch 1,5 Behinderung weniger, wodurch seine Behinderung nur noch auf 1 zusammenschrumpft und das ist auch tragbar. Meine gut, Bandstrahlerrobe. Wir können das Sonnenzeichen ja uns eine andere Bedeutung dafür ausdenken. Ich meine, Nasreddin als Krieger aus der Wüste, keine Ahnung. Irgendwie können wir das schon beschönigen. So, auf jeden Fall. Bei den zerborstenen Mauern Korkums, wann kann ich endlich wieder meine Klinge gegen meine Feinde richten? Bald, Rulana, ich habe nämlich vor, dich wieder mitzunehmen. Aber erstmal, das hätte ich eigentlich auch noch am Ende der letzten Folge machen können oder offscreen, aber habe ich halt vergessen. Was habe ich denn jetzt schon wieder vor? Ach ja, ich wollte... Ach, du hast ja gar nicht... Du hast den ganzen Alchemiekram dabei. Den möchte ich gerne einmal alles hier ablegen. Zielwasser kannst du von mir aus behalten. So, dann können wir schon mal sagen, Gwendala, tschüss. Sanyasala Feyama. Was wartet in meinem Ferdocker Anwesen auf mich. Ich werde mich melden, sobald ich eurer Hilfe bedarf. Nun gut, wie ihr wollt. Ich werde dort auf euch warten. Bis dann. So. Dann, Rulana, komm bitte mit. Zum Donner, was ist? Kommt mit, Rulana, auf zu neuen Heldentaten. So, ich habe auch gleich noch einen schönen weiten Langbogen für dich, der nochmal minimal besser ist wie dein normaler Bogen. Du hast noch nicht den Scharfschützen. Das sollten wir nach Möglichkeit ändern. Aber erstmal den Bogen generell höher. Okay, ansonsten nichts. Pflanzenkunde 15 ist schon irgendwie schlecht. War sehr schlecht. Ausweichen 2 könntest du auch noch gebrauchen. Hast du auch genug Gewandtheit für? Salam. Bei dir noch irgendwas? Oder wollte ich die für ein Level-Up aufbewahren? Ich glaube, ich wollte die für ein Level-Up aufbewahren. So. Dann... Wenn es doch bloß einen Zauber gäbe, der mir das Schicksal meines Bruders zuteil werden ließe. Ach, Jost, gräm dich doch nicht so. Ja? Du kannst auch mal deinen ganzen Lederbänder, ja gut, mehr aus dem Park kann auch hier reinschmeißen. So, Nasreddin, dich möchte ich dann auch bitten, einmal hier zu warten. Min Fadlak? Womit kann ich dienen? Wartet in meinem Ferdocker Anwesen auf mich. Ich werde mich melden, sobald ich eurer Hilfe bedarf. Taib, wie ihr wünscht. Bis dann. So. Dann möchte ich nur kurz Jost nochmal mitnehmen. Einfach aus dem Grund, dass ich seine Sachen, die er im Inventar ablagern möchte. Und das, deswegen breche ich das hier auch mal eben kurz ab. Soll ja nicht allzu ausschweifend werden. So, er hatte ja nämlich die ganzen Bogenbausachen. Das hatte ich ja komplett vergessen. So, Seimfett, Metallteile, Gänsefedern. So, ja komm, hier, Giftzahn. Tu da rein. Ist egal, ob es jetzt dahin gehört. Oh, dann wäre so. Ich... Brauchst du eigentlich noch Pfeile? Ja, ein paar könntest du gebrauchen. Kannst du überhaupt Bogenbau? Ja, du bist sogar meine Bogenbautante. Dann nimm doch einmal
Gänsefedern, Pfeilspitzen, Ulmenholz. Holzleim. Holzleim, da war er doch. Da. Ich hoffe, ich habe jetzt alles eingepackt für die Pfeile hier. Die Jagdpfeile. Harpienfedern, Eisenholz und Eibenholz und Lederbänder. So, 38, das reicht ja erstmal. War keine Gänsefedern mehr, ach je. Und das ist etwa schon. Sondern tatsächlich alle Gänsefedern. Da können wir ja vielleicht mal unterwegs welche nachkaufen. Auch wenn sie jetzt erstmal genug Pfeile haben dürfte. Ja, da. Oh, die wiegen aber auch viel, die Pfeile. Sehe ich ja jetzt erst. Na, vielleicht können wir auch ein paar davon wieder zurücklegen. Hier die 60 zum Beispiel. So. Schon besser. So. Und dann nehmen wir noch die gute Gladys mit. Die hatten wir ja auch länger nicht mehr dabei. Nicht zu fassen, dass mir Ardo nie alle Räume in diesem Haus gefällt. Das ist tatsächlich nicht zu fassen. Kommt mit. Oh, was gibt's denn Spannendes? Lass euch einfach überraschen und kommt mit, Gladys. Genau. So, du hast ganz schön viel, erstmal an Dingern. Aber mache ich denn endlich mal eine Lesefolge? Vielleicht mache ich auch die kurz vorm Ende des Let's Plays und lese dann irgendwie alles vor. Für dich habe ich Magierrapier und die zwei schönen Sachen hier. Ah, das hat sich ja fast gereimt. Elfenhandschuhe und die Nietenarmschienen. Damit hast du sogar vier an den Armen, das ist voll gut. Lederhandschuhe kannst du... Da! Ah! Das hat schon soll zu Eastlife geben. Und dann den Magierrapier. Statt den normalen Rapier, das passt doch irgendwie zu ihr. So, apropos Rapier. Nein, deine Fechtwaffen kann man nicht erhöhen. Das finde ich gerade sogar traurig. Rüstungsgewinnung 1, das wirst du nie brauchen, weil du nie eine schwere Rüstung tragen wirst. Ansonsten Gewandtheit und Konsti vielleicht mal hoch. Vielleicht Gewandtheit sogar noch einen Punkt. Ausweichen 3. Ja, ich glaube, das gefällt mir so sogar erstmal. Dann kann ich sogar deinen Rapier um 2 Punkte höher machen. Das ist schön. Braucht also Gewandtheit, oder was? Oder ist generell irgendwie von der Basis hier was hochgegangen? Das könnte natürlich auch sein. So. 13,22, das ist doch schön. Ja. Dann sind wir doch bereit, uns wieder mal den Belangen der kleinen Leute in Ferdok anzunehmen. Mal sehen, was die wieder alle für Problemchen haben. Ich denke mal, hauptsächlich im Hafen werden wir fündig werden. Erstmal lege ich noch ihr glattes Dingern hier alle nochmal weg. Mache hier schon wieder 10 Minuten nur mit Ausrüsten und Management-Kram verbracht. Es tut mir leid. Ja, ich habe jetzt extra mal... Ach nein, warte. Ah, zurück, zurück. Zurück, ich kann doch noch mit Rakorium reden. Ach, ich dummer Mensch. Ah, das tut mir jetzt wirklich leid, aber das erledige ich mal eben noch. Das habe ich jetzt irgendwie in lauter Taten daran ganz vergessen. Wäre dumm, wenn ich hinterher erst hier zurückkehren würde. Rakorium! Also, ich für meinen Teil denke,
schön. Habt ihr den alten Trall da erweichen können? Wenn ja, müsst ihr mir unbedingt zum Besten geben, wie ihr das angestellt habt. Der alte Trall, da ist gerade bei uns. Du könntest ihn sogar fragen. Ich komme gerade vom Tempel der Isinde. Das Orakel eröffnete mir, dass sich durch das Auge des Drachen mein weiteres Schicksal offenbaren wird. Doch weiß ich nicht, wie man seine Kräfte entfesselt. Hochwürden Dorion wählte euch als großen Magier im Besitz des Wissens um die Benutzung dieser mächtigen Artefaktes. Gewiss doch, ja. Lasst mich doch einmal in Augenschein nehmen. Ihr habt es. Was seht ihr, großer Rakorium? Ich sehe Berge. Berge in den Götterschmied, die Waffen für den großen Kampf aus der Esse schöpfen. Tief im Berg, wo gepeinigte Seelen auf ihre Erlösung warten. Wartet das, was euer Herz begehrt. Was hat das alles zu bedeuten? Oh, großer weiser Zauberer, er trägt doch noch dicker auf. Euer Weg führt euch nach Murolosh, mein Freund, die Hauptstadt der Zwerge, weit im Ambossgebirge. Doch ist der Zugang nach Murolosh nicht gerade jedem Landstreich erlaubt. Nur auf Geheiß des Zwergenkönigs Rambolosch kann ich euch Zugang zuteil werden. Am besten ihr fragt Graf Grovin, er kann euch sicherlich besseren Rat geben, wie ihr nach Murolosh gelangen könnt. So, und jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mich wieder meinen Forschungen widmen. Was ist denn daran so lustig? 100 Abenteuerpunkte haben wir bekommen. Die wir bei Trall da nicht verteilen können. Muss man bei. Was hat Trall da eigentlich nochmal? Also hier hat er alles auf die zweite Stufe. Das ist wunderherrlich. Ansonsten. Ja. Rakorium lacht da hinten total geil, aber. Ansonsten brauche ich erstmal nichts. Eiserne Beinschienen. Da schauen wir da nochmal auch nach. Wenn wir sowieso nochmal in die Grafenstadt müssen, dann können wir auch nochmal kurz wegen Trallers Ausrüstung da vielleicht doch nochmal ein paar Sachen anpassen. Aber wenn man jetzt als Graf Grovin gegangen wäre, hätte er jetzt als Traller mitgenommen, hätte er zum Beispiel 100 Abenteuerpunkte weniger gehabt. Ja, das wäre nicht ganz so schön gewesen. Ich meine, die waren ziemlich leicht verdient. Ihr hier habt keine neuen Waren, oder? Krato Helmbrecht? Nö. Und wenn wirklich Trolle. Könnt ihr mir mal sagen, was hier los ist? Das ist ein guter Einwand. Scheinbar nicht. Machen wir es einfach selbst ein Bild. Lieber auf Verstärkung. Sicher ist sicher. Naja, sicher ist sicher, ihr scheißt euch in die Hosen, gibt's doch zu, das ist es. Prajos sei Dank, endlich Hilfe. Islaf Eriksson, ihr müsst mir helfen. Diese nimmersatten Ungetümer verschrecken mir noch die ganze Kundschaft. Was bei allen Zwölfen geht denn hier vor? Wie sind denn Trolle hier reingekommen? Humba, Dumba und Bumba, Hunger und Durst. Ach, je. Ja, trinken Bier, lecker. Aus Fass. Ja, dann gebt ihnen doch was, wenn sie dann abzieht. Die haben mir doch schon ein ganzes Fass helles Pferdocker weggesoffen. Als wäre es Wasser, haben diese Banausen es runtergekippt. Helles, lecker. Mehr helles. Was? Noch mehr? Nein, ihr rückt nichts mehr raus. Das erste Fass ist ja noch niemals bezahlt. Bezahlen? Was bezahlen? Humba versteht nicht. Humba Durst und Humba Hunger. Bauch so leer, machen Dumba ganz traurig. Oh mein Gott, irgendwie sind die ja süß. Ach, es ist zum Verzweifeln, wie werde ich diese Burschen bloß los und dann lässt sie mir die letzten Haare vom Kopf fressen. Die viel interessantere Frage, wie haben die es durch deine Tür geschafft? Aber Tradan, bitte, Isaf Eriksson, ihr müsst doch irgendwas unternehmen können. Wenn ihr mir helft, diese Bande loszuwerden, zeige ich euch auch 2 Dukaten für eure Mühen. Wie gesagt, wir sind die Opfer, ja gut, so. Von der Höhe und, ach, keine Ahnung. Irgendwie haben sie es wohl geschafft, bestehen. Kann man die bestehlen? Ach, je. Wie soll das denn gehen? Ich beklaue gerade einen Troll. Auch geil. Die haben ihre Sachen scheinbar in der im Hosenbein versteckt. Keine Ahnung. Da hinten stehen die ganzen Gäste voll verzweifelt. Ja.
Okay, du redest nicht. Du auch nicht. Dann muss ich schon mal mit ihm hier reden. Was du wollen von Humba? Entschuldigt, werte Herren, der Mann, dem dieses Haus gehört, möchte, dass ihr geht. Aber können nicht gehen. Humba noch Durst und Hunger. Und Bumba auch. Wollen Bier. Ja, Bier. Dumba will auch was essen. Ja, ja, leckeres Essen, Dumba will. Genug Schmarotzt, ohne Helle gibt es gar nichts mehr. Ich bin doch nicht die Wohlfahrt. So. Menschenkenntnis Tralda hat etwa eine höhere wie Gladys. Ja, nehmen wir sie mal. Das mag alles sein. Bedenkt aber, dass eine komplette neue Einrichtung eures Wirtshauses euch teuer zu stehen kommen wird als ein paar Fässer Herdocker und ein zäher Braten. Da ist was dran. Diese Trampeltiere haben mit ihrer Ungeschicklichkeit schon genug Schaden angerichtet. Hier, 2 Fässer Helles und einen fetten Schweinebraten dazu. Danach ist aber Schluss. Oh, Tradernmann, geben lecker Bier. Gut, gut, gut. Uiuiui, Schweinbraten. Dumba mag am liebsten kleines Mann, großes Freund, ja. Humba, Bumba und Dumba Danke sagen für leckere Sachen. Kleines Tradern an anderes Kleinling jetzt Freunde von Trolle. Gehen jetzt zurück in den Wald. Sie sind weg. Endlich. Aber eine große Hilfe wart ihr diesmal ja nicht gerade, Islaf Eriksson. So als sind diese Treue jetzt weg, braucht die Hälfte meiner Vorräte. Aber was soll's. Hauptsache es kehrt endlich Ruhe ein. Ich hab euch nur vor euch selbst beschützt, Tradern. Wer weiß, was die Burschen noch alles ramponiert hätten, wenn sie hier noch eine Weile rumgepoltert wären. Habt ihr daran schon mal gedacht? Ha! Was soll das denn wieder besorgen? Ach so, und was ist mit meiner Bezahlung? Ach ja, die 2 Dukaten. Die hätte ich fast vergessen. Ich aber nicht. Abmachung bleibt Abmachung. Herr Islaf ist aber heute schroff. Ach, ihr habt ja recht. Hier, euer Geld. Okay, das hat jetzt nicht gerade viel gebracht an Abenteuerpunkten. Mit einem netten Dialog. 105. Kann ich ja nichts mitmachen. Habe ich Wolfsrattenschwänze dabei? Zum Glück nicht. Inventar ist so unaufgeräumt. Aber ich bin auch so faul, es mal aufzuräumen. Naja, egal. So, ich müll mal eben das Inventar der Schankmaid hier zu. Die da hinten steht. Und dann gehen wir einfach nochmal rüber in die Grabstadt. Na, wo ist sie da? Der Praios-Tempel ist wirklich ein beschaulicher Ort. Und eure Residenz liegt direkt gegenüber. Ihr seht mich beeindruckt. Das ist doch schön. Helles Verdocker, frisch vom Fass. So, ich werde aber gar kein helles Verdocker. Ich will den Langbogen verkaufen. Die Lederhandschuhe, den Rapier, die Nieten am Schien, will ich die auch verkaufen. Erstmal noch nicht, erstmal behalte ich sie. Die Bjaka-Dinger da, die will ich auch nicht verkaufen, weil das ja meine Waffe ist. Ha! Gut, den Langschild kann ich aber verkaufen, den wird keiner mehr brauchen. Dann die Kettenhandschuhe, die Kettenbeinlinge und der Andergaster. Meine Güte, Geld haben wir echt genug. Irgendwie sieht das gar nicht so schlecht aus mit den mit seiner Krötenhaut. Ich hätte gedacht, dass das bescheuerter aussieht. So. Dann einmal zurück in die Grafenstadt. Wir sind es, die Göttin der Weisheit, der Wissenschaft, der Künste und damit auch die Schutzgöttin der Alchemie und der Magie. Ihre Tempel sind von besonders architektonischer Kunstfertigkeit. Ihr Wappen ziert die Schlange. Deswegen auch die Schlangenfrau teilweise genannt. So, was ich auch mal ganz vergessen habe zu gucken, ist, ob die neue Waffen haben. Das fällt mir gerade mal so ein. Seid gegrüßt. Ja, was habt ihr denn da? Was ist immer noch dein Kyras, Buckler, Partisane? Immer so schlecht. Ah, du verkaufst jetzt auch Magierrapier. Würde bei Islaf sogar 1W6 Schaden machen. Der ist aber teuer, 12 Dukan. Anders, sie sind 1,5 Länder. 1,5 Händler, meine Güte, wieso verspreche ich mich denn jedes Mal hierbei? So, mal im Vergleich. 1W8 Schaden würde dir bei
Tralla machen. Das wären 9 bis 15 Schaden. Ist auch eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Der hat einen höheren garantierten Minimumschaden, aber dafür schlägt er nicht so hoch aus. Ich muss aber sagen, dass mir der Maximalschaden eigentlich ein bisschen wichtiger ist. Er hat irgendwie immer noch keine Händler. Irgendwie keine Waren. Sein Bruder ist ja irgendwo aufgehalten worden. Habe ich eigentlich mal jemals bei dir? Scheinbar habe ich nur verkauft. Du hast aber auch nichts Wichtiges. Wo war denn der richtige Waffenhändler? Da hinten. Ja, die nächste, also die und die nächste Folge werden mal wieder ein bisschen gemächlicher, aber das ist ja immer so, nachdem wir mal eine Hauptquest abgeschlossen haben. Hohoho, ja, zeig mal her. Du verkaufst jetzt Eisenschilde. -2 und -5. Brauchen wir aber nicht. Eastlife hat jetzt den besten Schild, den man überhaupt haben kann. Schwerer Kampfstab. 1W4. Brauche ich nicht. Säbel, Streitachs. Kann es sein, dass du gar nichts Neues hast, außer den Schild? Hier zum Beispiel Rabenschnabel. 1W5. Wie viel macht denn die hier? 1W6. -2. Scheinbar hat nur der Rüstungshändler hier wirklich was Neues und Gutes. Der ganze Rest kann man scheinbar hier vergessen. Reden wir mal mit dem guten Borge nichts. So. Panzerknie, irgendwas. So, die Panzerhandschuhe nehme ich mal mit, weil die doch deutlich weniger Behinderung haben wie die Plattenarme. So, und ohne die eisernen Beinschienen. Wie viel Behinderung geben die? 0,6. Dann geht sogar noch. So, seid gegrüßt. Hier die Plattenarme darfst du haben und die hier. Dann an Schuhen. Was ist denn hier die Panzerschuhe? Die haben 0,6 und 4,5, aber bringt mir alles nichts. Die KM-Neutraler Schulterpanzer sind sogar besser wie die hier. Panzerbeinschienen bringen auch 0,6 Behinderung. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir einfach nur nochmal nach Soldatenstiefeln. Ich glaube, die hier hinten hat die, oder der Horasia, hatte der nicht auch welche? Du verkaufst doch Kleidung. Na, jetzt mach mich doch nicht schwach. Nein, sie hat's nicht. Sie hat nur die ganzen Amazon-Dinger, die ich hier mal verkauft habe. Das ist natürlich ein wenig ärgerlich. Der Horasia hatte auch keine, oder? Jetzt muss ich mich nur noch dran erinnern, welche zu holen. So, weggegrüßt. Der hat eine hohe Stulpenstiefel. Weißt du was, dann kriegst du... Ach nee, so hat die Waldelfenstiefel. Ah, haha. Ich sehe, was ich da gemacht habe. Egal. Egal, ich werde ja wohl irgendwann noch welche finden. Und mir hoffentlich dann auch merken, dass ich sie haben wollte. Gehen wir erstmal hier in die Grafenresidenz. Deswegen sind wir ja eigentlich nur hier hingekommen. Schauen wir mal, ob der Graf Grovin uns helfen kann. Wünschenswert wäre es natürlich. Hallo Stadtgardist Ferdox. Von dir will ich nix. So, Graf Grovin. Oho, der Schild des Fendral. Ein wirklich schönes Stück. Möge die weise Hesinde mir meinen Neid nachsehen. Aber lassen wir das. Erstmal sollten wir das Förmliche regeln. Also sagt an, Streiter der Drachenqueste. Wie können euch Graf Grovins bescheidene Möglichkeiten an diesem denkwürdigen Tag zu Diensten sein? Das heilige Orakel sieht meine Bestimmung in Murolosch, werter Graf.
Meister Rakorion war überzeugt davon, dass ihr mir weiterhelfen könnt. So, überzeugt ist er also davon. Normalerweise hätte der alte Kaus da gar nicht so unrecht, mein Junge. Aber zurzeit ist es um unsere Kontakte zu Murolosch eher schlecht bestellt. Das klingt für wahr nicht sonderlich gut. Was ist denn geschehen? Tja, wenn ich das genauso wüsste. Seit einiger Zeit schon ist nun unser malerisches Zwergenviertel von den Felsenbeißern abgeriegelt. An und für sich nichts ungewöhnlich in Krisenzeit mit all den Morden und Handelsstreitigkeiten. Doch als unser guter Gerling versucht hat, bei den Felsenbeißern die genaueren Gründe für die aufhaltende Sperrung zu erfragen, wurde er ungewöhnlich schroff abgewiesen. Auch das kommt hin und wieder mal vor, wenn dem Anführer der Felsenbeißer mal wieder eine Laus über die Leber gelaufen ist. In solchen Fällen lässt Gerling dann meistens seine guten Beziehungen zu Murolosch spielen und fordert einen schriftlichen Schiedsspruch vom Felskönig Arombolosch an. Da war aber auch aus Murolosch schon eine geraume Weile keine Nachricht mehr erhalten habe, fürchtet mein oberster Diplomat nun, dass auch dort vielleicht etwas nicht stimmt. Er ist deshalb bereits zum kleinen Städtchen Talon aufgebrochen. Das kleine Tal, in dem es gelegen ist, diente früher als diplomatischer Treffpunkt. Wenn die üblichen Nachrichtenwege aus Notstandsgründen nicht benutzt werden konnten. Wenn ihr also nach Murolosch wollt, solltet ihr Talon zu Gerling stoßen. Ab Dank, dann werde ich sogleich Richtung Talon aufbrechen und mich Gerling anschließen. Kann ich denn noch etwas für euch tun? Nein, ich breche besser auf. Besser wirklich gleich auf. Hab Dank. So, 20 Erfahrungspunkte hat es jetzt gegeben. Hat gereicht, damit wir aufsteigen können. Und nochmal einen Punkt in Hiebwaffen setzen können. Ansonsten scheinbar nichts höher. Dann erhöhe ich doch einfach nochmal die Körperkraft. Ja. Dabei soll es dann scheinbar auch erstmal bleiben. Jetzt macht die schon 1W7. Also 8 bis 13 Schaden. Das ist schön. So soll es sein. Ach, und bei dir, nein, mir fehlen immer noch 5 Punkte, um deine scheiß 2 in der Höhe zu bringen. Schlägst du das diesmal auf bei 9000? Ne, bei 10.000 erst. Dann kann ich ja bei dir auch mal gut ausgeben. Vielleicht auch dann mal die Körperkraft höher. Hilft ja auch für die Fernkampfbasis. Mal schauen. Bei dir kann die Selbstbeherrschung noch einen Punkt höher. Ach, ich habe ja auch Konsti gesteigert. Oh, bei dir auch. Selbstbeherrschung 21. Also Xlaf sollte jetzt erstmal keine Wunden mehr so schnell bekommen. Da muss dann schon einiges passieren. Lebenspunkte technisch? Ne, für Lebenspunkte müsste ich Konsti erhöhen. Aber Körperkraft 18 ist doch ein schöner Wert. So, Pferdok-Grafenstadt. Gehen wir nochmal zurück zum Praios-Platz. Ich möchte nämlich gerne zu dem guten Laurelin. Oder hieß der Laurelin? Der Elf. Meine schon, weil der nützliche Fähigkeiten jetzt für Rulana hätte und auch für bei Gladys könnte ich dann ausweichen 2 dann lernen. Wo ging's denn jetzt nochmal rüber? Andere Seite, oder? Bei dem Horasie, genau. Da hinten. Da kann ich auf dem Weg gleich nochmal Soldatenstiefel kaufen. Bring immerhin einen Puck mehr in der Rüstung. Und ich habe halt nämlich der bei Tralda, wenn er dann Rüstungsgewöhnung 3 noch lernt, auch eine Behinderung von 0. Das ist mir halt mit am wichtigsten. So, Ferdok Praios Platz. Ansonsten könnte man mal nach Fuhrmannsheim. Da gibt es, glaube ich, auch noch was Neues zu tun, bevor wir uns dann halt an unser großes, in Anführungszeichen, Sorgenkind, den Hafen, ranwagen. So, du hast Soldatenstiefel, sehr schön. Zieh an und nimm gleich Trall das alte Stiefel auch noch mit. Was befehlt ihr? So, jetzt bin ich zufrieden. Den Weg zu Laurelin darunter schneide ich euch mal eben raus. Den haben wir auch schon oft genug gesehen. So, da wären wir.
So, ja, zeig mir, was du mich lehren kannst. Oder besser gesagt, was du die gute Rulana lernen kannst. Pfeilhagel wären verschränkte Liebesmühe. Der Scharfschütze macht eigentlich genauso viel Schaden. So, Ausweichen 2 kann Rulana auch noch. Ich hoffe, ich habe gerade nicht irgendwie Gwendala zu Rulana gesagt. Das wäre mir natürlich ein bisschen peinlich. So, du kannst auch Ausweichen 2 lernen. Hier könnte ich sogar den Fulminictus beibringen, aber warum sollte ich? Ach, aber ich kann dir mal ein paar andere Zauber beibringen. Also ich war auch mal ganz vergessen, dass sie auch noch zaubern kann. Apropos zaubern. Warte, 3 und 4, ja doch, die müssten passen. Ah, den Eisenrost habe ich dir sogar mal beigebracht. Den Plumbumbarum auch. Sehr schön. Ich mach das schon. So, bei dir würde ich dann sagen, die Körperkraft mal um 1 Punkt erst hoch. Schau ich, was sich so geändert hat. Noch gar nichts. Dann mach noch 1 Punkt hoch. Fernkampfbasis 9. Kann nur leider den Wert nicht... dafür muss ich, glaube ich, Intuition steigern, damit ich den Wert noch höher treiben kann. Aber Säbel könnte ich höher. Hätte ich denn jetzt die nötigen Punkte? Wie viel Schaden macht sie denn mit dem Amazonensäbel? 1W8. Oh, sehr schön. Das ist ein guter Hybrid. Gutes Bollwerk. Nach Fuhrmannsheim wollte ich. Das geht ja... Geht schon, da nach Fuhrmannsheim. Ja gut, den Weg muss ich da nicht rausschneiden. Das geht ja relativ zügig. Wie viel Ausweichen hat denn Gladys denn jetzt? 12 und Rulana hat 11. Hat auch noch eine Behinderung von 1. Jawohl. Du hast auch 12 mit einer Behinderung von 1. Oh. Eastlife ist sogar gewandter wie unsere Schurkin hier. Der hat nämlich auch noch mit einem... Ja. Wenn ich den zum Beispiel hätte, er 13. Oh, dann sieht man ja, er hat ja so ein nettes Haarband hier drin. Aber der Helm ist schon wichtig. Am Kopf sollte man doch immer gut geschützt sein. Dann schauen wir mal nach Fuhrmannsheim. Guck mal, was da so abgeht. Zauberherz, Seelenherz, Seelenstein, Drachenstein, Drachenei, Karfunkel, vielfältig sind die Bezeichnungen für... Ja, keine Ahnung. Für irgendwas halb. Kann man sich ja denken. Was haben wir eigentlich hier? Wirselkraut? Ja, nee, das muss ich jetzt nicht pflücken. Wenn in Fuhrmannsheim ja irgendwas ist, dann ist es ja immer bei der Kneipe. Von daher gehen wir dann auch dort mal geschwind hin. Woanders hin lohnt sich ja fast gar nicht. Gut, theoretisch könnte in der Diebesgilde was sein. Das wäre sowas, wenn ich jetzt blind spielen würde, wo ich auch immer nachgucken würde. Aber da kann ich euch beruhigen. Da gibt es nur einmal die Parcours-Quest dann und dann halb die mit dem Hammer. Und sowas läuft bei dir rum. Ibrom, du musst wirklich mal wieder sauber machen. Und erzähl mir nicht, wie ich meine Schenke zu führen habe. Sag mal, was los ist. Ah, ihr kommt genau richtig. Das habe ich mir fast gedacht. Wieso denn? Ist was passiert? Und ob was passiert ist, ein schreckliches Ungetüm hat sich in meiner Schenke breit gemacht. Konnte das Vieh gerade noch einsperren. Ungetüm? Das müsst ihr mir näher erklären. So ein Magier kam mir damit in mein Gasthaus, sei es nicht sauber. Und prompt zauberte eine riesige Schabe hervor. Dann ist er einfach abgehauen und hat uns mit dem Ding allein gelassen. Um ein Aha und wir hätten uns... Entschuldigung. Hätten uns nicht mehr in Sicherheit bringen können. Bitte schlag dieses Vieh tot, bevor es sich noch befreit und meine Stammkundschaft auffrisst. Na, wenn es weiter nicht ist, das haben wir gleich. Sehe ich aus etwa wie ein Kammerjäger. Ich habe wirklich Besseres zu tun. Nein. Na, hoffen wir mal, dass ihr auch noch so mutig seid, wenn ihr das Vieh gesehen habt. So aufgeschlossen habe ich. Reingehen müsst ihr schon selber. Wir halten hier draußen die Stellung. So ein
Ja, wir haben schon die Mutter aller Ratten getötet, dann werden wir das Viech ja auch noch klein kriegen. So, dann rüstet euch mal aus. So. Und nun schlagen wir das Monster mal zum Brei. Denk mal, so wild ist das höchstwahrscheinlich gar nicht. So. Und wo ist es denn? Ich sehe noch gar nichts. Ach so, da. Was ist es denn? Eine Riesenschabe. Kann man sich die mal angucken? Gruftasseln sind Aasfresser, die man in Gewölben und Höhlen finden kann. Ihr scharfe Beißwerkzeuge und harter Panzer erlauben ihr gelegentlich sogar Menschen anzufallen. Jedoch ist eine Gruftassel allein meist keine Gefahr. Das habe ich irgendwie noch nie gemacht in diesem Spiel. Das war gerade so, weiß ich nicht, intuitiv. Einfach mal nachzugucken. So, du auch mal einen Wuchtschlag. Du einen gezielten Schuss. Na, keinen gezielten Schuss. Wir haben doch jetzt mittlerweile was Besseres. Wir haben den Scharfschützen. Mit dem müssen wir feuern. Wir werden schon haben. Und du einen gezielten Stich. So, es will Eastlife an den Kragen. Okay, aushalten tut's viel, obwohl schon... Ah, ein Scharfschütze und das Ding ist erledigt. Die nächste Wunde sollte es nicht überleben. Aber 30 Erfahrung hat das hier gegeben. Zur Stelle. Da können wir doch endlich mal seinen Zweihänder hier hochtreiben. Ja, Parade finde ich nicht schlecht. Eine sehr kostenaufwendige Waffe führt der von den Steigerungspunkten her. Gute Entscheidung. Du kannst das Ding mal ausnehmen. Mal schauen, ob es irgendwas Wichtiges dabei hat. Giftbeutel und Giftzahn. Oh, das kannst du ja vielleicht sogar Eastlife geben, der mal wieder den Alchemiekram hier zuwendet. Oder nicht den Gruftasselaugen. Die Giftzähne. Egal. So. Naja, Ibrom Speckstein mal Bescheid, dass wir sein nettes Viechlein hier schon vertrieben haben. Können wir uns bei dir eigentlich auch nochmal austoben? Mit den Fertigkeitspunkten. Nö. Bei dir vielleicht noch der ein oder andere Zauber höher? Nee, auch nicht. Der Eisenrost ist super, der ist schön, dass sie den auch kann. Und mein Spiel ist abgestürzt. Oh nein, oh Gott. Ah. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ja. Musste die komplette Folge alles nochmal spielen. Das ist jetzt für noch 7 Minuten Restaufnahmezeit. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber egal. Ist das Vieh tot? Mausetot. Ha! Wusste ich's doch, auf euch ist Verlass. Hab vielen Dank für eure tatkräftige Hilfe. Weiß nicht, das stürzt meistens ab, wenn ich irgendwo in einem Gebiet an eine Quest beendet habe oder so. Weiß wieso und warum. Hier kann ich übrigens den Säbel nochmal erhöhen. Bei dir vielleicht den ein oder anderen Zauber. Den Plumbumbarum kann ich maximieren, das ist doch schön. Jawohl. Hier habe ich jetzt ganz vergessen, dein Zweihandschwert zu pumpen. Könnte auch die Attacke höher, aber die Parade ist mir ehrlich gesagt wichtiger. Weil Attacke hat er schon ziemlich hoch. Muss er nur natürlich sich auch noch mit dem Schwert verteidigen können. Bringt ja nichts, wenn er die ganze Zeit getroffen wird. Und dann statten wir doch nochmal dem Ugdanhafen einen Besuch ab. Machen wir jetzt hier rüber, das geht jetzt schneller. Über die Weltkarte dann. Einmal zum Ugdanhafen. Irgendwie sind die auf der Karte da nicht richtig angeordnet, auf der Weltkarte, weil wir können ja den Ugdanhafen durchaus vom Fuhrmannsheim erreichen, ohne irgendwie über den
Praios-Platz zu gehen und so wie das da angeordnet war, sah das jetzt nicht so aus. Aber nun gut. So, gucken wir hier mal rein, weil ich weiß, dass es hier auch nochmal eine Quest gibt. Weiß aber nicht, ob die nicht doch noch später im Spiel kommt. Auf jeden Fall eine sehr witzige. So. Nee, sie kommt wahrlich? Wahrlich noch später. Dann hoffe ich, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal dran denke, hier hinzugehen. Weil ich glaube, ich vergesse sie häufiger gerne, weil ich kann mich nur einmal daran erinnern, dass ich sie gemacht habe. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr witzig. Eigentlich möchte ich die schon gerne mitnehmen. So. Dann statten wir doch eher mal unseren Freunden in Störrebrands noch einen Besuch ab und holen uns zumindest in der Folge noch einen neuen Auftrag ab. Damit wir zumindest wissen, womit es in der nächsten Folge weitergeht. Bevor wir dann nach Talon reisen. So, Laran Dijkmole, hast du was zu tun für mich? Schnell, geht ins Lagerhaus. Herr Störrebrand wartet schon auf euch. Es ist dringend. Herr Störrebrand? Warum kommen denn da die ganzen Arbeiter rausgerannt? Es scheint ja wirklich irgendwas passiert zu sein. Schauen wir mal nach. Der listige Fex ist Gott der Diebe und Händler. Mit seiner nächtlichen Aktivität steht er in Rivalität zu Baal, Praios und Boron. Ah, jetzt haben wir mal den Senior hier, den Emmeran Störrebrand. Tretet näher. Mein Name ist Emmeran Störrebrand. Es freut mich, euch begrüßen zu dürfen. Ja, Sir, das ist korrekt. Was ist passiert? Alle laufen so aufgeregt herum. Es schmerzt mich zutiefst, euch dies zu erzählen. Doch ihr müsst davon erfahren. Das Haus Nicebeck hatte uns zu Friedensverhandlungen auf neutralem Boden geladen. Regulan sollte sich mit Vito Nicebeck vor den Toren des Praios-Tempels treffen. Das Ganze entpuppte sich als Falle. Von Vito Nicebeck lanciert und verübt von diesem Taschmann. Da das Treffen am heiligen Tempel des Praios stattfinden sollte, hatte Regulan nur wenige Leute zu seinem Schutz bei sich. Doch wurden sämtliche Begleiter unter einem Vorwand von der Stadtwache abgeführt. Dieses Scheusal von Obergardist schreckt für Geld vor keiner Schandtat zurück. Dort, in Praios Antlitz, habe ich meinen geliebten Sohn verloren. Durch die Hand dieser Ratte. Regulan. Was sein Verlust für mich bedeutet, vermag ich kaum in Worte zu fassen. Niemand soll glauben, dass er mit dieser Untat davonkäme. Auch keine Ulvine Nicebeck. Meinen Zorn zu wecken ist gefährlich. Sehr gefährlich. Nun brauche ich... Ja, die wird ihr ja auch gerne anbieten werden. Natürlich werde ich euch helfen. Was kann ich denn für euch tun? Hab Dank. Mein Sohn sei euch ein Freund. Ich tue dies auch. Nennt mich Emmeran. Nun, Taschmann dachte wohl, dass er diesen Feigenmord vertuschen könne. Sich mit weiteren Lügen aus der Situation herausfinden wollte er sich. Doch dem ist nicht so einfach. Auch wir Störrebrands haben überall Augen und Ohren. Und es gab Zeugen. Nun ist die Stadtkarte hinter dem ehemaligen Obergardisten her, doch er ist untergetaucht. Werdo konnte er nicht verlassen. Alle Stadttore werden kontrolliert. Meiner Information zufolge gibt es nur eine Möglichkeit für ihn, der Stadt zu entfliehen, und das ist über den großen Fluss. Ihr sollt ihn für mich finden. Sucht Taschmann. Er darf Werdo nicht verlassen. Wenn ihr ihn findet, tötet ihn nicht. Stattdessen brecht ihn jeden einzelnen Knochen in seinem Leib. Aber lasst ihn leben. Ich brauche ihn als Zeugen gegen Ulvine Nicebeck. Ich zerstöre dieses niederträchtige Haus, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Da helfen wir gerne. Es wäre mir eine Ehre, euch zu helfen. Für das Andenken Regulans. Nichts anderes habe ich von euch erwartet, Istaf Erexon. Eure erste Anlaufstelle sollte einer meiner Informanten sein. Sein Name lautet Kalando Kupines. Er hat einen Marktstand nicht unweit von den Anlegeplätzen. Er weiß über alles Bescheid, was im großen Fluss vor sich geht. Gut, darum werden wir uns kümmern. Wäre ja wohl gelacht, wenn wir diesen widerlichen Taschmann nicht finden könnten.
dass der Dreck am Stecken hat, das war uns ja schon die ganze Zeit klar. Aber dass es sich um einen Mörder handelt, das bringt das fast doch zum Überlaufen. Aber ich würde sagen, darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Und ja, hoffen wir einfach mal, dass wir Tashma da zur Strecke bringen können. Ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Drakensang. Und bis dahin, gehabt euch wohl.